So, was haben wir hier? National Treasure. Okay. Los geht's. Initialisieren. Okay. 300, 200 Gäste, 600, 400 Gäste, 900, 600 Gäste. Sollte machbar sein. Aber zuerst machen wir mal wieder das hier. Wunderschön, nicht wahr? Perfekt. Gut, jetzt sollten wir hier den Weg anfangen. Und hier kann man, glaube ich, richtig schön den guten Kringel machen. Hört sich richtig gut an. Also sieht richtig gut aus, meine ich natürlich. Ach, ich labe schon wieder zu viel. Hier könnte man sogar überlegen, so. Nee, ich mache jetzt erstmal das und schau mal, wie es dann läuft. Ich glaube, ich fange sogar erstmal hier mit an. So. Okay. Los geht's. Mit ein paar Attraktionen. Perfekt. Das sieht gut aus. Okay. Aber da geht mehr. Topspin, immer gut. Immer gut. Dieser Topspin. Sehr schön. Ja, sollte reichen. Solange da nicht alle Leute reinpilgern, passt das schon. So. Perfekt. Schön diesen komischen Grasweg. Passt auch. Was haben wir noch? Ich hasse es ja eigentlich, die Dinge zu bauen, aber naja. Muss man auch mal machen. Ah, das sieht schon sehr effizient aus hier. So gefällt mir das. Ja, bauen wir das auch noch, Gott. Töten wir jetzt mich nicht. €1,50 können sie dafür schon bezahlen. Komm. Billig kommen sie mir jetzt auch nicht davon. Die Leute hier. Dann, was fehlt noch? Genau. Da haben wir nichts. Passt. Wir wollen nur Thrill Rides. Erlebnisfahrten. Das können wir so lassen. Ich denke, wir werden ganz gut Profit machen mit dem Park hier. 1, 2, 1, 2, 3, passt. Und los geht's. Lassen wir die Leute hereinströmen. Genießen die schöne Musik. Da war der Douglas. Ach komm, Leute, müsst ihr echt da hinten rumschimmeln? Hier geht's lang. Da, hier rüber. Naja. Wenn sie meinen, sie müssten halt lang laufen. Oh, guck mal hier, Kanonen. Kanonen. Snake, Helter, Schelte, Skelte. Nee.
Das werde ich nicht kaufen. Die sind normal so relativ uneffizient von dem Geld, was du da rausbekommst. Auch dieses Crooked House oder wie es heißt. Ja, gibt schon bessere Sachen. Oder Crooked House. Das geht ganz gut sogar, wundert mich. Normalerweise gehen die Kinderattraktionen gar nicht mal so gut. 400 Gäste. Ha, ich habe so viel Geld. Ich bin ja am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch einfach irgendwie eine Achterbahn reinbaue. Weil, wenn man das Geld hat, ne? Gibt Dingis. Ja, ich glaube, ich baue Dingis rein. Sind normalerweise ganz gut so. Und ich habe ja so viel Geld, also ist dann auch relativ egal. Ja, gut. Hab schon gedacht, ich könnte da nicht dran bauen. Das wäre bitter gewesen. Ach komm. Muss hier echt ein Weg da sein? Ach, diese Janitor ist immer. Müssen auch echt immer meinen, sie müssten hier direkt leaven, nur weil. Bombe. Einfach noch einen. Wenn er dann meint, er müsse hier aufhören, kann er es gerne machen. Der andere. Okay. Roboterarm. Gibt es eine neue Attraktion? Ist zwar nicht die beste, weil relativ wenig Leute drauf passen. Also auch nicht so effizient. Aber egal. Mach ich's halt teuer. Was ist? Leaving Splashdown. Das hier ist doch Splashdown, oder? Was zur Hölle machen die da? Oh Gott. Eha. So. Das soll es jetzt aber fixen, das Problem. Brauche ich, ne? Ja. Ich glaube, vom Income her mache ich jetzt wahrscheinlich schon fast Tycoon Level. Ja. Da 3 Monate muss ich das halten. Ja, sollte gehen. Ich brauche jetzt nur noch die Besucher, die nicht kommen wollen. Loop the Loop. Ja, das läuft ganz gut. Die Attraktion. Wobei. Sie ist etwas zu groß. Warum? Warum müsst ihr das immer antun? Diese mega fetten Attraktionen. Ach Gott, war klar. Extra Land braucht keine Sau. So. Jetzt wollen wir also nur noch, ich denke, die 900 haben wir so ziemlich. Ja, wir sind schon bei 1000. Wollen wir also noch 600 Leute, die hier reinkommen. War, glaube ich, einfach ein bisschen. Wann war das der Gewinn? Ne, Ride Income, also was die Dinge einbringen. Ich fahre einfach. Ne, nicht hier. Fahre ich ein bisschen die Entwicklung hoch. Sollen mal was liefern. Langsam Zeit. Ah, das ist auch ein Riesending, glaube ich. Skysword. Ich baue es einfach mal.
Mechaniker bauen. Sind nicht mehr genug da anscheinend. Ach ja. Okay. Jetzt haben wir drei. Ja, jetzt kommen langsam ein paar Attraktionen hier rein. So soll das sein. Sicher ist der Park. Perfekt. Besucher. Wir sollten aber jetzt langsam auch reinkommen. Weil ich jetzt einiges gebaut habe, es braucht immer ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, bis dann die Besucher reinströmen. Also, das sollte auch ganz gut funktionieren eigentlich. In den nächsten Minuten. Ja, wir sind schon fast bei 550. Das Powerboat. Genau, dann können wir gleich auch noch was zum Essen für die Leute bauen. Für die Leute. Die Armen. Was bauen wir? Ja, doch, passt. Perfekt. So, haben wir das Park-Rating? Diesen Monat noch. Nee, haben wir schon. Also jetzt noch die 600 Gäste. Und? Wo sind die Leute? Yay! Das ging schnell. Relativ einfach. Tja. Dann wollen wir auch nicht länger rumschimmeln, sondern direkt weitermachen mit New Blood. Ah. Vampire. Hihi. Ui, was ist denn das hier für ein... Ui. Das Ding ist massiv. Massives Gerät. Okay. 200 Gäste. Park Rating. Also, ja. Das Rating bei 400. Dings zurückzahlen. 60.000 und 600 Gäste. Alles klar. Hier können die Leute nicht hoch. Schon mal gut. Ich will nicht, dass die Leute da hochgehen. Das bringt einfach nichts. Dann machen wir zuerst mal, entfernen wir hier etwas, das Zeug hier, braucht keine, und nervt auch nur. Sehr schön, weil dann können wir hier direkt loslegen damit, den Park effizient zu machen, so wie es sein soll. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ist hier geschlossen? Ja, passt. Perfekt. Erstmal so. Sehr schön. Dann direkt mal ein paar Attraktionen hinbauen. Was haben wir hier so? Spinnending ist immer gut. Immer gut. Ah, Free Rides. Ah, okay, ich muss wohl alles über Eintritt finanzieren. Okay, das wird interessant. Mal schauen, wie das geht, wie gut das geht.
Immerhin muss ich dann nicht immer den Preis hoch machen. Habe ich nämlich. Das nervt mich immer ein bisschen, das ganze Geklicke. Deshalb ist das gar nicht mal so schlecht. Kann ich hier schön chillen. Das direkt mal ein Stückchen schneller. Hat alles seine Vor- und Nachteile. So, wir wollen den Leuten ja was bieten. Die baue ich, glaube ich, noch. Aber mehr von diesen Pfaden werde ich wohl nicht machen. Weil die sich, wie gesagt, einfach nicht so gut lohnen wie andere Sachen. Okay. Ach ja. Das mache ich jetzt direkt mal. Oh, wir sind genau auf 3000 gekommen. Interessant. Ach ja, das noch. Machen wir direkt mal zwei. Gott. Drei. Entwicklung. Ja, lassen wir so. Okay. Ja, wir machen es auf 150. So. Mal schauen, wie das so läuft mit dem freien Eintritt. Ob die Leute dann kommen. Kommt, Leute. Ja, die ersten sind da. Die ersten sind da. Ah, jetzt kommen sie ja reingeströmt hier. Roter Drop. Bin am Überlegen. Ja, ich glaube, ich baue trotzdem einen. Okay. Ein bisschen schneller. Ausgang und Eingang. Ausgang hier. Eingang hier. Ja. Beschwert euch nicht. Ich hab's doch gerade erst den Eingang gebaut. Die sollen mal nicht aufmucken hier. 200 habe ich fast. Sollte ich jetzt eigentlich ziemlich schnell bekommen. Die spawnen hier hinten gerade alle. Geil. Und da habe ich's auch schon. Sehr schön. Ui. Gewitter. Habe ich auch Angst hier. Mit der Burg in der Nähe hier. Geh mal rein. Ah, geht nicht wirklich. Meteorit, sehr schön. Das ist eine gute Attraktion. Ah, ich vergesse dauernd, dass es ja kostenloser Eintritt ist. Das waren so kostenlose Fahrten. Und Eintritt halt normal. 400 sollte ich ja schon locker haben. Also muss ich jetzt einfach ein bisschen warten. 60.000, das wird vielleicht einen Moment dauern, die 60.000. Weil der Park ist relativ klein. Ja, wir sind bei der Hälfte. Da muss ich dann schön gepackt bauen. Hab zwar hier Platz, aber ich will möglichst auf kleiner Fläche alles mehr erreichen. Bisher lief es ganz gut so. So ein bisschen Musik hier mal machen, oder? Bisschen Mucke. Passt überhaupt nicht zu diesem Thema, also mit dieser Burg oder so, aber egal. Muss es sein. Verlieren oder gewinnen wir? Hier habe ich 700 ausgegeben.
Also insgesamt plus gemacht, aber nicht viel. Ich bin am Überlegen, ob ich den Eintritt etwas erhöhe. Ja. Also etwas mehr. 3 Euro erhöht, ist schon ein Stückchen. Oh, hier ist es beliebt. Das ist beliebt. Problem ist halt nur, ich verdiene nur Geld, wenn Leute reinkommen. Also im Moment verdiene ich gar nichts. Das ist nicht so nett. Repay-Loan, ja, das hatte ich schon. Also jetzt kann ich wieder aufnehmen. Dann können wir direkt mal schauen, ob ich eine schöne Achterbahn bauen kann, die mir gut an Parkwert bei einbringt. Sag mir, die passt hier rein. Ah, schade. Dann baue ich doch die kleinere. Ich hoffe, die passt hier rein. Aber die ist noch länger. Ach ja, ich habe eh nicht genug Geld im Moment dafür. Riptide. Bei wie viel Parkwert sind wir denn? Können wir kurz mal schauen. Oh. Ist noch ein gutes Stück. Ich glaube, ich nehme 20.000 auf und baue mir was Schönes. Was gibt's denn hier so? Gehen wir mal shoppen. Oh, das sieht doch gut aus. Oh, oh, okay. Ich glaube, die ist etwas zu groß für den Park. So wie es scheint. Das ist mir zu teuer. Ich will nicht unbedingt über 15.000 gehen. Ich schaue noch mal, wie die andere aussieht. Die ist noch teurer. Die ist wahrscheinlich relativ groß. Ja, hatte ich mir gedacht. Ah, ich baue sie hier hin. Was soll's? Soll es vielleicht nicht zu hoch machen, oder? Ja, ich glaube, es ist relativ egal. Passt schon. Octopus war auch schön. Ei, ei, das Wetter hier. Das Wetter hier ist nicht schön. Immer noch 13.000. Oh, ich bin bei 64.000. Was fehlt mir noch? Ach, die 600 Gäste, okay. Das ist doch schon mal gut. Oh, da hat es ganz schön was eingebracht. Die Achterbahn. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da so viel bei rumkommt. Brauche ich hier noch so ein paar kleine komische Dinge, die eh keiner braucht.
Entschuldigung. Das eröffne ich jetzt hier schon gerade noch. Ja, das hat auch nicht mal so lange gedauert. Sehr schön. Heute bin ich gut drauf. Nicht schlecht. Okay, dann direkt zum nächsten.